Hallo, hallo, ich bin Patricia Dender und ich bin hier, um dich daran zu erinnern, dass du der alleinige Schöpfer, die alleinige Schöpferin deiner Realität bist, dass alles in dir durch dich heraus entsteht und dass es außerhalb von deiner Realität, die du wählst, keine Realität gibt. Mein heutiges Thema: Warum Menschen Arschlöcher sind. Warum Menschen gemeine, fiese Idioten sind. Wir kennen es alle. Immer wieder begegnen uns Menschen, wo wir denken, boah, was ist denn das für einer? Was ist denn das für ein Idiot? Oder der fühlt sich richtig abstoßend an oder die ist arrogant oder also. Hier, mit der kann ich ja überhaupt nichts anfangen. Die ist so und so und was auch immer. Das erste Wichtige, was es für dich gilt zu erkennen, ist, dass es deine Wahrnehmung ist. Es ist deine Wahrnehmung. Du nimmst etwas wahr. Du nimmst das wahr, womit du in Resonanz bist. Und die Ausstrahlung anderer Leute, das ist eben das, was du an ihnen im Moment wahrnimmst. Es ist deren vielleicht auch dominante Energie. Und diese dominante Energie, die du von anderen Menschen wahrnimmst, die entsteht in ihren Köpfen. Das ist klar. Diese Menschen denken Dinge, sind von Dingen überzeugt, die eine gewisse Energie ausstrahlen. Meistens ist es eben Angst, ja? Meistens ist es wirklich so. Angst, Angst und nochmal Angst. Und vielleicht ist dir aufgefallen, unsere Gesellschaft ist sehr, sehr voller Angst. Und Angst bringt die Menschen in Flight- oder Fight-Modus, also in Kampf-Modus oder Flucht-Modus. Und wenn Menschen in dem Kampf-Modus sind, dann verteidigen sie sich. Dann meinen sie, sie können sich verteidigen. Dann meinen sie, wenn sie jetzt austeilen, dass sie dann sicher sind. Oder wenn sie unnahbar sind. Oder wenn sie rechthaberisch sind, ist es dann eine vermeintliche Sicherheit. Und der Witz an der ganzen Geschichte ist ja, dass du, respektive ich, solche Dinge wahrnehme. Und die sind da. Aber ich kann sie verändern. Ich kann sie verändern. Und der Moment, in dem ich nicht die aktuelle Energie meines Gegenübers wahrnehme und darauf einsteige und diese doch durch meine Bewertung und meine Wahrnehmung rekreiere, kann sich etwas verändern. Und es ist eines der schwierigsten Sachen, wenn ein Mensch vor dir steht und du merkst ganz genau, wie der vibriert, wie der schwingt, was in dem gerade vor sich geht, und du steigst nicht darauf ein, sondern du weißt, dass da eine göttliche Version in aller Perfektion und Liebe genauso möglich ist für diesen Menschen. Kannst du diesen Menschen. Oh, Hilfe, mein Hund, mein Basilikum. Kannst du diesen Menschen verändern? Und dazu braucht es nur dich. Aber das zu verstehen, ja? Das ist alles Energie, alles ist Energie und alles schwingt in seinem Raum, in seinem Umfeld.
Und wenn du jetzt einem Menschen begegnest, der sich gebeutelt fühlt vom Leben, der sich ausgeliefert fühlt vom Leben, dann schwingt er natürlich so. Aber wenn du weißt, dass dieser Mensch nicht ausgeliefert ist, sondern seine wahre Version, seine göttliche Version, seine perfekte Version, wenn ich all das, was er glaubt und denkt, all seine Überzeugungen, mit denen er konditioniert und geprägt ist, all seine Muster, all seine Programmierungen, wenn ich die für mich ausstelle und diese auf mich keine Wirkung haben, egal wie es rauskommt, durch Worte oder einfach nur durch Schwingung, die du wahrnimmst oder durch auch durch eine Art und Weise, wie jemand seine Augen bewegt oder was auch immer, daran liest du ja viel. Aber wenn du das aufhörst zu lesen und dafür diese wahre göttliche Version dieser Person siehst, mit der in Kontakt gehst und auf diese Art und Weise diese Schwingung veränderst, weil die Person dadurch durch den Kontakt mit dir in deinen Raum reinkommt, kannst du jemanden ganz groß machen, kannst du jemanden ganz liebevoll machen, kannst du jemanden ganz weich machen, kannst du jemanden eben zu dem machen, der auch dir diese Weichheit und diese Liebe zeigt und dir dieses Gefühl zurückgibt von du bist ja auch perfekt. Aber du gehst immer zuerst. Du gehst immer zuerst. Und worauf du einsteigst, das ist deine Wahl. Und wir steigen halt oft reflexmäßig auf die Energie ein, die uns da gerade präsentiert wird. Und wir können aber dann in dem Moment, wo sich das schlecht für uns anfühlt, wechseln, in den Schöpfermodus gehen und sagen, nein, 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 ich weiß, diese Person ist in absoluter Liebe und Perfektion und diese Version, die ich in dieser, diese göttliche Version, die ich in dieser Person sehe, die wird sich mir offenbaren, die wird sich mir zeigen. Diese Person wird zu mir offen und liebevoll und ehrlich sein und unterstützend und loyal und grenzenlos und in der Fülle. Aber das geht nur, wenn du dich von dem Jetzt quasi, von diesem Zustand, den du gerade wahrnehmen könntest in dieser Person, nicht irritieren lässt und nicht darauf anspringst und nicht darauf reagierst, sondern das wirklich zur Seite schiebst und sagst, wie will ich diese Person sehen? Wie ist diese Person in Wahrheit? Weil wir sind ja alle in Wahrheit perfekte göttliche Wesen, ohne Schuld, ohne Sühne. Ja, Menschen, die sich sehr schuldig fühlen oder die sich sehr falsch fühlen, das spürst du. Aber du weißt, dass es nicht wahr ist, sondern dass es etwas ist, was sie angenommen haben, was sie aufgenommen haben in ganz jungen, frühen, frischen Jahren, was sich immer wieder bestätigt hat im Leben, was zu einer ganz krassen Überzeugung geworden ist. Aber es ist eine Überzeugung. Eine Überzeugung ist eine Geschichte, die ich in die Zukunft immer wieder trage. Und ich werde immer mehr und mehr davon überzeugt, dass die Dinge so sind. Aber die Wahrheit der Dinge ist einfach, dass wir in einem göttlichen Universum hier leben und dass wir aus diesem göttlichen, perfekten Zustand heraus geboren sind und dass wir jetzt hier sind, um diesen perfekten, göttlichen Zustand wieder zu erlangen und dass es nichts gibt, was sich rekreieren kann im Außen, wenn ich es nicht im Innen für mich als aktiv und wahr sehe. Und darum geht es,
Und deswegen ist es so wichtig, dass du eine bist oder einer bist, der keine Arschlöcher mehr sieht. Keine Idioten mehr. Du siehst nur noch Menschen in ihrer perfekten Version. Und je mehr und mehr Menschen das gelernt haben, das zu tun und sich nicht mehr irritieren lassen durch irgendetwas im Außen, durch irgendeinen Umstand, durch irgendeine Art und Weise, wie ein Mensch gerade ist, sondern immer wieder zurück zum Innen geht und sagt, wow, was sehe ich denn da, was sehe ich denn da, was sehe ich denn da, will ich das denn sehen? Was will ich denn stattdessen sehen? Und dann bist du in deiner Heilkraft. So passiert Heilung, so funktioniert Heilung. So heilen wir Menschen uns gegenseitig. Wir sehnen uns so sehr nach Anerkennung und nach gesehen werden und nach da zu sein, aber ich bin der Seher. Ich sehe. In deinem Fall du. Du bist der Seher. Was siehst du? Du hast Interpretationshoheit. Nichts und niemand zwingt dich, auf die Realität zu reagieren, auf diese Realität, die dir nicht gefällt. Du hast jederzeit die Wahl, dir eine Realität zu kreieren, die dir gefällt. Und genauso hast du jederzeit die Wahl, aus jeder Person diese göttliche Version rauszukitzeln, die dir gefällt. Aber dazu musst du wissen, wer du bist in deiner göttlichen Version. Dazu musst du alles loslassen, dazu musst du alles lösen, was dem eben noch entgegensteht an Überzeugungen, an Ansichten, an Geschichten, an Stories, dass du das reine göttliche, perfekte, liebende, liebevolle, liebe empfangende, gebende, der Liebesgenerator der Perfektion bist. Dass es du halt bist. Und alle Überzeugungen, die das nicht zulassen oder die dir irgendwas Gegenteiliges über dein Sein, über dein wahres Sein einreden möchten, diese Überzeugungen darfst du Lügen strafen, weil sie nicht der Wahrheit des göttlichen Menschen entsprechen. Der göttliche Mensch ist bedingungslos göttlich. Immer. Immer schon gewesen. Nur der menschliche Verstand erzählt uns Geschichten und Ansichten, die dem widersprechen. Und hier geht es darum, unseren menschlichen Verstand aufzuklären, ihn dazu zu bringen, uns die Wahrheit zu suggerieren, anstatt diese ganzen Bullshit-Geschichten. Und dann läuft keiner mehr rum und hat eine Arschloch-Energie oder eine Arschloch-Ausstrahlung. Und dann muss es auch keiner mehr persönlich nehmen, wenn einer da draußen eine Arschloch-Ausstrahlung oder eine Arschloch- oder Idioten-Energie hat und scheinbar gegen einen ist. Weil dann weißt du, wo es herkommt und dann kannst du es verändern. Ja, und der Impuls zu diesem Video ist von gestern noch, von unserer ersten Session, wie kreiere ich, rekreiere ich meinen Traumpartner, gekommen, um das nochmal klarzustellen, dass es so funktioniert und dass das deine Arbeit ist, das jeden Moment zu erkennen und dir klarzumachen, bis diesbezüglich ein Automatismus entsteht und du diesbezüglich ganz klar bist, dass da draußen nichts und niemand einen eigenen Willen hat, den er gegen dich richten kann oder mit dem er dich verletzen kann oder mit dem er dich ablehnen kann. Ich glaube, ich habe alles zusammengefasst. Ja, wenn du Fragen hast, stell sie mir. Ich werde sie versuchen zu beantworten. Ich kann dir nur nahelegen. Arbeite an dir. Öffne dich. Zeige dich. Zeige deine Gedanken. Und werde klar, was da im Inneren alles in dir abläuft, so
sodass du es verändern kannst. Also ihr Lieben, ich hoffe, ich habe euch damit nochmal eine Runde geholfen. Ich freue mich so riesig auf unsere Zusammenarbeit und ja, bis dann. Tschüssi.